Mein Name ist Nirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ja, ich weiß, ich habe gesagt beim letzten Mal, wir treffen uns auf Agent Kloss wieder, ne? Aber da ich ja letztens gemerkt habe, auf einigen anderen Planeten fehlen uns auch noch ein, zwei Sachen, habe ich mir gedacht, wir machen mal so einen kleinen Abstecher. Ich bin ja auf Crate, hier fehlt mir noch ein Stein und ein Schiffchen, und ja, ich kann mich genau erinnern, und zwar hier ist irgendwie das Schiffchen, ne? Ich wollte jetzt hier an die Karte ranzoomen, ne? Aber das ist irgendwie an so eine, in so eine Höhle, und ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Genau. Den letzten Stein habe ich gefunden, und zwar müssen wir hier rein. Jetzt muss ich nur gucken, wo der Eingang hier ist, ne? Also irgendwo hier soll eine Höhle sein, und da kann ich dann hier, ne? Da müsste ja der letzte Stein sein, genau. Ich glaube, hier waren wir schon mal drinnen, ne? Aber ich hatte nicht genug Charaktere oder irgendwie sowas. Oder ich war vielleicht noch gar nicht drin, ne? Ja. Nur mal unser Charakter-Zeugs hier mal so umändern, ne? Warum fehlt mir noch eine Version von Luke? Training, Rückblende. Okay. Ich mach mal so ein paar Sachen hier. Ich habe doch gesagt, du sollst ihn ja ändern. Nein, bitte, wir konnten schon wieder hier. Ja. Dann packen wir noch, weiß nicht. Nee, noch einen, irgendeinen anderen Jedi noch. Abwenden hier rein. Hallo. Nur keine Angst. So, das Geräusch muss ich mir jetzt die ganze Zeit anhören, ne? So, lass mich mal da hoch. Genau, ich glaube, hier musste man hoch, aber ich hatte keinen Jedi damals, ne? Deswegen konnte ich nicht da hoch, ne? Dann machen wir das jetzt mal, ne? Oh. Komm in Frieden. Ich möchte nur Dinge einsammeln, okay? Da hochgehen irgendwie. Na, noch ein Ding. Ja, mal aus dem Weg, ich sehe nichts. So, jetzt war das so hier runter. Dichter will ich haben. Lass mich dich annehmen. Wieso kann ich dich nicht da? Au, was zum. Hat er mich da gerade. Könnt ihr euch. Als du es dir vorstellen kannst. Könnt ihr euch mal aufhören, immer von alleine zu trennen? Das geht mir so offen. Das habe ich erwartet. Lasst uns beginnen. So. Muss irgendwie passen, dafür wie ihm spielen. Ich will da oben das Ding anvisieren, aber ich kann es nicht anvisieren, Mann. Hallo? Hallo? Ich will dich anvisieren. Kommst du gefälligst mal? Boah. Boah. Wieso kann ich das Ding nicht anvisieren, Mann? Meine Güte, ey. Mach's doch hier nicht so kompliziert, Mann. So. Zack. Meiner. So, oh mein Gott, endlich sah aus. So. Dann brauche ich auch mal Bippe 8. Der da nicht hoch kann, ne? Der ist da wieder runtergesprungen. Boah. Da oben. Da steckt der Kopf da rein.
So, ich habe keine Ahnung, wie man in diese andere Höhle reinkommen soll. Wo das letzte Ding da sein soll. Da sind wir schon ein paar Mal irgendwie vor dran gestanden und ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. So, oh nee. Ich komme da. Oh nein, jetzt muss ich da schon wieder eine Dings hinbauen. Möchte ich alle auf einmal dahin bewegen? So. Und so viele Sachen fehlen uns ja eigentlich nicht mehr, ne? Wir müssen dann noch zu Eljon Kloss gehen, aber wovor ich Angst hatte, war, wir gehen irgendwie keine Ahnung nach Eljon Kloss und die Story wird da wieder ein bisschen fortgesetzt und dann sind wir wieder hier in diesen, du kannst nur diesen Charakter gerade spielen Modus, ne? Und dann können wir irgendwie, weil nicht keine Feuererkundung mehr machen oder irgendwie so, deswegen wollte ich halt erstmal den restlichen Stein so machen. So, jetzt muss ich noch mal herausfinden, wie wir da. Oh Gott. Oh. Muss ich nur noch herausfinden, wie man da hinkommt, ne? Hier ist das. So, hier haben wir eine Dingens, ne? Kann ich das bewegen? Meine Güte. Ja, was bringt mir das, hier zu bewegen? Hier haben wir uns irgendwie so. Warte mal, kann ich da einfach durchspringen mit WB8 oder so? So, ja, das ist einfach nur so. Ja, was war hier? Markieren. Das markiert, aber das Spiel sagt mir nicht, wie ich dahin soll. Schiff. Oder? Doch, der sagt mir hat. Ziel Schiff. Nein, da will ich nicht hin. Du sollst mir sagen, wie ich da hinkomme. Ja, so viel dazu. Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich doch hier, ne? Was ist das hier? Ich bin alt, aber nicht nutzlos. Was habe ich da gerade? Oh, hier? Weil irgendwie ist, sind wir auch schon mal da drin gewesen. Ah, guck mal hier, boah. Meine Güte. Ich fürchte, das ist zu neumodisch für mich. So, da war jetzt nicht so schwierig. Aber ja. Nun habe ich da gerade irgendwie dahin geguckt, irgendwie. Da, boom, 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 boom. Greater Yavin, oh, schön. Ausgezeichnet. Vulptex verwenden. Was? Ach, das war eine Mission. Boom, alles klar. Schön. Ja, vielleicht mal hier die Dings auch einschalten, ne? Was kann ich mir denn hier noch kaufen? Boah, Kumpel. Mal das mal. Pork, ey, ja. Ups. Sorry. So cool. Greater Yavin. Das heißt, es ist glaube ich auch wieder ein Sektor hier, ne? So. 100, ja. Unbekannte Region. Ja, das ist noch Exegol, ne? Ist klar. Ach, da fehlt noch irgendwas. So, hier haben wir das erledigt. Eljon Kloss, da müssen wir halt noch hin, ne? Kijimi, Kamino haben wir alles. 100% Geonosis haben wir auch alles. Digga, haben wir noch nicht alles. Ah. Die unbekannten Regionen haben wir noch nicht alles. Was? Absturzstelle. Endor haben wir alles. Mit Achtung fehlt mir auch noch eine, ja. Gehen wir mal nach Kefbia. Aber da wusste ich ja, da sehe ich ja, wo das ist, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt, ne? Gehen wir mal hier hin. Tun wir mal
Da fehlt auch noch einer. Ich habe über Agent Cross. Gehen wir erstmal hier hin. Gut, setzen wir die Story ein bisschen fort, ne? Wir haben hier alles abgeschlossen. Gucken wir mal. Als ich mich übrigens von dieser einen Höhle von letztes Mal hier raus teleportiert habe, war ich sofort in Crate. Also ohne Ladebildschirm. Also anscheinend braucht man nicht so ein Ladebildschirm, ne? Können sie ruhig ein bisschen öfter machen. Mich mir nicht die ganze Zeit anschauen muss, ja. Das dient irgendwie so zur Überbrückung oder so. Aber anscheinend nicht. Ich war direkt da. Ach, das war das genau. Ich habe die ganze Zeit hier gedacht, das ist hier diese andere. Wo sind alle hin? Ja, bitte lock mich hier nicht wieder aus meinen ganzen Charakteren raus. Nee, sieht gut aus. So, alle sind weg. Genau, die sind jetzt alle in der Schlacht, ne? Aber mein Gott, wie viele Quests sind hier gerade? Ja, ich muss hier irgendwie so Echsen oder irgendwie sowas finden. Genau ist das, was die mir Echsen verpetzen. Finale Simons auf der Widerstandsbasis auf Iron Claws. Okay. Also was, wenn wir schon Pork mit uns haben. Na, ich habe noch eine Sternkarte. Dann kommt der hier noch. Hologrammmodus. Ich nehme an, ich weiß, wie das aussieht, ne? So, ne? Ja. Okay. Ja, ein Machtgeist. Okay, cool, hab mein Auge gesehen. Natürlich ist das teuerste, deswegen habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Okay. Soll dann irgendwo Echsen sein? Hör ich die irgendwo? Wenn ja, dann ist das irgendwie unmöglich, weil ich hier die ganze Zeit Chewbacca und BB-8 und so höre. Ne, wo gehen wir hier raus, ey? Ich höre den die ganze Zeit nur so. Chewbacca, du auch mal raus. Die blöden Soundeffekte lenkt mich hier die ganze Zeit voll ab. Aber ich hätte gedacht, da gab es irgendwie so einen Spruch hier zwischen dem Imperator und Vader. Ja, wahrscheinlich, wie ich hier wieder in der Story bin, wird das hier wieder gerade nicht angezeigt oder so, ne? Oder gemacht. Nein. Hey, wer bist du denn? Hey, ich bin gerade mit der Aktualisierung des Trainingsparcours fertig geworden, was übrigens absolut nicht zu meinen Aufgaben gehört. Leia hat es Snap damit beauftragt und der hat es dann mir aufgehalst. Eigentlich bin ich Pilot, aber am Ende hat es mir dann doch Spaß gemacht. Ich habe den Kurs extra schwer gemacht. Willst du ihn mal ausprobieren? Will ich das? Ist der Papst katholisch? So, das Ding hier. So, ich hoffe, ich brauche nicht einen bestimmten Charakter oder so. Ich glaube doch. Ich kann das ja. Boah, Leute. Ben, warum ist denn der jetzt schon wieder? Boah. Da kann ich schon. Meine Güte. Erneut versuchen, ja bitte. Dann macht dann eben der Imperator. Schau ich dir mal an, was der alles kann. Der alles, als man nur alles drauf hat, ne? Ah, boah. Was die geraucht haben, als sie den diesen Soundeffekt gegeben haben. Ich meine, der war geil, aber na, ja, ich fand das geil. Ich fand auch den sein Acting irgendwie gut. Irgendwie einige Leute fanden irgendwie die das Acting, ja, die Schauspielkunst von dem Schauspieler, der Palpatine gesprochen
gespielt hat, irgendwie nicht so gut, weil er so ein bisschen over the top war, ne? Und sein nein, no. Ich fand das voll gut, ey. Ist doch voll passend, ey. Bösewicht muss doch ein bisschen over the top sein, habe ich so ein Gefühl, ne? Ich rede von der englischen Version übrigens, ne? Die deutsche Version ist aber ja was anderes, ne? Da habe ich gerade habe ich da gar nicht so mitbekommen, wie sich die Leute irgendwie so von sich. Ja, wir haben ja halt nur mit der Synchro halt irgendwie was hier zu tun gehabt, ne? Wir wissen ja nicht, wie die Schauspielkunst vor denen waren, ne? Ich meine, wir wissen das schon, aber das haben wir halt nicht so mitbekommen, weil wir halt nur die Synchro gehabt haben. Aber Leute haben sich ja damals so richtig beschwert über die Schauspielkunst von den Prequels. Boah. War irgendwie überraschend. Oh, da konnte man drauf springen, okay. Übrigens sehr chillig gerade der Parkour hier, ne? Parkour. Beeindruckend. Ja. Yeah. Ehrlich gesagt nicht gedacht, dass irgendjemand ihn in dieser kurzen Zeit absolvieren könnte. Ich sollte ihn schwieriger machen. Bist du sicher, dass du noch kein Jedi bist? Nein, bin ich nicht. Du hast mich erwischt. Ich bin kein Jedi. Dir wird nicht gefallen, was ich dir als nächstes sage. Halt, das sieht doch voll verdächtig aus hier. Aber diese blöden Echsen werden wahrscheinlich voll schwierig zu finden sein, ne? Pass auf. Aber wenn ich hier alles kurz und klein haue, dann werde ich die überhaupt irgendwie finden, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie die aussehen oder so. Ich weiß, ich muss erst mal einen hier finden, damit ich weiß, was ich überhaupt suche gerade, ne? Oder was ich hier mache. Vielleicht sind die irgendwie unter so Steinen versteckt. Ich weiß das ja nicht, ne? Ich hole gerade mal alles kaputt. Ja, das hatte ich schon, ne? Ah. Okay, das war relativ chillig, ne? Dieser Parkour. Nee. So, ich weiß nicht, was die ja für Echsen meinen. Ich finde ja jedenfalls nichts. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich hier ausschalten muss, ne? Wie die aussehen oder so, wo ich die finden kann. Geh mal da, wo die ganzen Quests sind. Da sind irgendwie noch 5-6 Quests oder so. Habe ich schon wieder selber erledigt. Wie macht der das die ganze Zeit? Habe ich immer mit dem Imperator irgendwie selber kaputt. Eine Güte, ey. Das ist wie eine wandelnde Naturkatastrophe. Weil er sich selber auch mit kaputt haut. Ich habe etwas in diesen Jedi-Texten entschlüsselt, das auf den Verbleib einer Art von... Nun, auf Basic würde man wohl Schnickschnack sagen, verweist. Leider bin ich zu sehr damit beschäftigt, dem General zu helfen, um selbst zu gehen. Ich kann dir jedoch gern alle Hinweise nennen, wenn du dich der Sache annehmen willst. Ich war so frei, die Texte in dieses Data-Log brauche ich euch leider übersetzen. Kannst also dein altes Jedi Basic Wörterbuch stecken lassen. Schau mal, ob das Sinn ergibt. Ich bin jetzt doch kein Jedi. Sprachdingens. So, da ist irgendwas Rotes. Sind das die Echsen? Oder ach, weil ich hier mit dem Imperator rumlaufe, nehme ich an, ne? Sorry. Ich habe gedacht, weil wir uns den Imperator bald stellen, ne? Ich bin so ein bisschen, gehe ich so ein bisschen in den Charakter, ne? Was hier? Was ist das hier? Schon gemacht. Ja, war mal ein Stein, glaube ich, ne?
Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich habe noch keine einzige von diesen Echsen gefunden. Seid ihr sicher, sind welche sind irgendwo welche am Rumlaufen? Na, können wir uns hier um. Flieg durch die Formen, noch zähle die Ecken. Zuerst die wenigsten sollst du entdecken. Flieg durch die Formen, zähle die Ecken. Flieg durch die Formen. Was für Formen? Was soll mir das sagen? Na, ich höre irgendwas. Ich höre so. Ja, sind das so Echsen? Was suche ich? Ich meine, ich brauche das Ding nicht, ne? Na, so ein Ding? Oh mein Gott, die rennen sogar weg, ey. So, okay, habe ich erledigt. Bin da voll winzig. Soll ich denn die alle erwischen? So. Habt ihr AD gesehen? AD4M? Ich habe ihn Vexes Schlangenöl holen geschickt. Ja, ich weiß, dass es das nicht gibt. Aber es macht so viel Spaß zu beobachten, wie er dem Widerstand dient. Ansonsten ist es hier nun mal sehr langweilig. Aber er steht schon eine Weile weg und ich mache mir langsam Sorgen. Würdet ihr ihn suchen und euch vergewissern, dass es ihm gut geht? Aber sicher doch. Das Schlangenöl, auf das ich AD angesetzt habe, soll sich auf Passana befinden. Boah, ich muss nochmal zurück da rein. Denn es gibt seit Jahrhunderten keine Aufzeichnungen mehr über das Zeug. Vergewissert euch, dass AD keinem Vexis über den Weg gelaufen ist oder sowas, okay? Okay. Oh. Echtes Schlangenöl. So, ich muss mal hier die ganzen Leute abstellen, die ganze Zeit das Soundeffekt machen. Macht irgendwie diese Echsenjagd irgendwie nur noch schwieriger. Also, tut mir ja leid, ne? Vader, du musst auch weg, dein Geatme. Ist auch ein bisschen laut. Und ihr hört jetzt mal auf, ja, die Leute abzuknallen. Meine Güte. Ja, dann macht auch die ganze Geräusche, ne? Na, Leute, ist doch mal gut. Boah, kannst du mal den Dings abstellen? Meine Güte, ey. Hängen wir uns doch mal hier ab. Ich will jetzt auch die ganze Zeit Leiter abschießen. Meine Güte, warum müssen wir auch mit 10 jungen Leute hier rumlaufen? So, wo soll ich denn so blöde Echsen finden? Aua, ich habe mich schon wieder wehgetan mit der Macht. Warum ist diese Macht so unnatürliche? Na, da war was. So. Ich hab's doch gerade erledigt. Das Ding tut echt wirklich ein Ding hier überleben, ein Schlag. Mit ungefähr 1 AP, ey. Gibt's nicht. Ach so, das ist los, genau, stimmt. Leia ist ja gestorben. Wir haben es ja gespürt. Ich kann es vergessen. Wir tun so viele bekannte Charaktere sterben, so irgendwann verdrängt man das so, ne? So. Was mit den Echsen, das kann aber nur ewig dauern, habe ich so ein Gefühl. Ich glaube, da ruhig mir auch lieber Gerüchten, ne? Weil sonst wird das hier ewig dauern. Ich die alle finde, muss ja hier mit Adleraugen durch die Gegend hier die ganze Zeit gucken, wie ich die finde. Na, da war sie. Nee. Wenn ich hört man die, ich weiß es nicht. Ich höre da gerade irgendwas. Da oben ist eine, ne? Hat sich irgendwie so angehört.
Irgendwo konnte man doch hier hoch, ne? Da habe ich mich letztens geärgert. Entschuldigung, ich habe gerade hier was gehört. Wo ist er? Ich höre dich. Ich höre dich. Du bist irgendwo hier, ne? Wo ist er? Hängst du irgendwo an der Decke? Bist du ja zwischen? Okay. Das war's. Okay, die haben ein Sound-Dingen, ja, womit man die hören kann. Das ist gut zu wissen. Das heißt, die kann man so finden, ne? Ich würde sagen, wir gehen dann aber hier trotzdem die Story mal weitermachen, ne? Auf Gefahr, dass wir irgendwie, weil nicht wieder mit einigen Charakteren gelockt sind und nicht alles erreichen können, ne? Aber was soll man dann machen, ne? Leute, könnt ihr mal. Los, los, los! Okay. Was ist denn hier los, Leute? So viele Medaillen, ein Schwacker kriegt keine. Leia hat dich zum General befördert. Was tun wir jetzt? Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin nicht bereit. Das waren wir auch nicht. Kommen Sie zu mir nach Exegol, General Pride. Entsende dein Schiff zu einer Welt, die sie kennen. Lass sie brennen. Ja, mein Lord. Sie wird herkommen. Ihre Freunde werden folgen. Na, währenddessen. Meister Skywalker. Die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt. Wenn du dich Palpatine nicht stellst, sagte er während der letzten Folge. In der letzten Episode hat weggeworfen hat. Etwas von meiner Schwester für dich. Okay, cool. Nie wieder verlassen. Wer bist du? Weil du eine Palpatine bist. Ihr wusstet es. Leia wusste es auch. Ja. Sie hat mich trotzdem ausgebildet. Rey, manche Dinge sind stärker als Blut. Ja, sicher. Wer ist das? So, hier fällt mir auch noch ein Stein. Gut, dass wir hier sind, ne? Und ja, wir sind jetzt hier wieder gefangen. Nein, sind wir nicht. Aber machen wir trotzdem weiter. Begib dich zur Luxhütte. So, wie war so dein Kampf gegen Darth Leder? Durfte er mit seinem Leder so? Okay. Geschichte fortsetzen, Abschiedsgeschenke. Sag mich. Das Ende ihres Weges als Jedi. Aber das ist dein Kampf. Nimm beide Lichtschwerter mit nach Exegol. Ich hab den Wegfinder nicht. Ich hab Rens Schiff zerstört. Du hast alles, was du brauchst. Ich habe alles, was ich brauche. Könnt ihr mir das näher erklären? Mein Lichtschwert ist irgendwie geglitscht. Du willst gegen Imperator Palpatine kämpfen und brauchst noch Erklärungen? Ihr wart ziemlich vage. Ich war vage? Du hättest mal Meister Yoda hören sollen. Ich meine, ich habe den Typen kaum verstanden. Er hat rückwärts gesprochen. Ah, wo ist der letzte Stein hier, der mir fehlt? Nicht hier, ne? Keine Ahnung.
Mein Gott, warum ist ein Zeichen auf der Karte so am Glitschen? Warum ist mein rechtes Lichtschwert auch die ganze Zeit am Glitschen? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, als ich irgendwie ein zweites Lichtschwert irgendwie bekommen hatte. Meine Vegas hat mir letztes Mal gesagt, aber ich dachte so ganz, ganz am Ende, so in der Ending-Szene hatte sie ein neues Lichtschwert, das gelbe Lichtschwert. Habe ich gar nicht erinnern, als sie mal irgendwie für vor eins bekommen hat. Und sei ein bisschen Verschwendung, ne? Die hätte ja irgendwie viel früher schon ein gelbes Lichtschwert haben sollen. Ja, okay, Luke hat auch erst in der letzten Episode sein Lichtschwert bekommen, ne? Sein grünes. Boah. Such den Wegfinder. Ah, bist du drin, ne? Ja. Siehst du? Ich sagte doch, du hast, was du brauchst. Aber wie soll ich nach Exegol kommen? Das Schiff wurde zerstört. Es gibt noch eines. Ja. Mach diese eine Szene, die ich auch mal gemacht habe. Bestimmt noch irgendwie jemand rumlaufen, der mir eine Quest gibt für einen Stein, ne? Naja. Den ganzen Szenen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ey. Dabei ist das die letzte Episode, die ich eigentlich gesehen habe, theoretisch. Ist mir wohl nicht so in Erinnerung geblieben. Ich habe so aber anscheinend viele Sachen verdrängt. Wie es ausschaut. Warum ist mein rechtes Lichtschwert so geglitscht, Mann? Geht doch nicht. Kann doch nicht so sein, Mann. Boah. Ich finde immer noch, sie hätte ein Doppellichtschwert haben sollen. Und mein Gott. Ey, so lange wie wir dem folgen müssen, da sieht man erst, wie groß dieser Planet ist und wie weit man immer hier sich die Gegend rennen muss, um irgendwie was zu erreichen. Du kannst meins nehmen. Machen wir das. Ja. Ich mach gar nichts gerade. Ist stark. Denk daran, was du gelernt hast. Danke. Ich versuche gut darauf aufzupassen. Ich wollte direkt darunter stehen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Das ist ein Sammlerstück. Abschiedsgeschenke. Oh, jetzt bin ich wieder hier gefangen. Na gut, dann gehen wir weiter. Abschiedsgeschenke. Das ist Ray. Sie fliegt nach Exegol. Wow. Kijimi. Wie? Durch Beschuss eines Sternenzerstörers aus den unbekannten Regionen. Planetenkillerwaffen. General, dieser Droide hat eine Menge an Informationen über Exegol. Kijimi steht aber gleich doch, solange ne? Pass auf. Sternzerstörer auf Exegol sind, können wir sie angreifen. Sie haben doch garantiert eine Art Thermalgenerator. Gibt es eine Ventilationsöffnung? Mal. Wenn wir die genau treffen. Oder vielleicht eine Art Reaktor. Wie bitte? Sie nutzen ein Signal eines Navigationsturms. Wie dem hier. Unsere Jäger finden den Turm, das Bodenteam pustet ihn weg. Wir sind nicht genug. Warum gibt es eigentlich immer irgendeine Schwachstelle irgendwo sie in den. Mit dem Falken zu den Kernwellen. Boah. Wir haben Freunde da draußen. Ich bin C3PO. Roboter-Mensch-Kontakter. Es geht immer irgendwie so. Übrigens, dieses große Toast-Ding hat irgendwie. Da eine Schwäche irgendwo, ne? Ist das Bodenteam schon da? Ja, die Landefähre ist wohl gerade gekommen. Schönen Flug quer durch die Galaxis. Teils total strapaziöse Teststrecke. Danke, General. So, hier haben sich ein paar Sachen jetzt geändert anscheinend, ne? So, na, jetzt laufen wir nicht wieder. Jetzt laufen wir nicht mit 5 verschiedenen Leuten durchgehen, Gott sei Dank. Na gut. So, was ist diese Quest hier? Ich muss durch Dinger hier fliegen oder irgendwie so, hat er gesagt. Ja. Ich muss den Druiden suchen. Und ich muss Echsen suchen. Weißt du, was da mit den Echsen? Aber ich muss dann noch Charakter wahrscheinlich. Ne? Wen habe ich dann gerade noch? Luke. Leia, ne? Ja. Oh.
So, Luke, hatte ich den gerade? Ne. Trainingsrückblende, wie kriege ich den denn? So, noch irgendwer? Ne, ne. Haben wir alles freigeschaltet? Da ist noch. Ja, das ist der Wookie, ne? Gewesen, der Wandernde. Na, noch nicht, da noch nicht. Ich beschleunige halt mit den Äxten mal ganz kurz, ne? Habt ihr ja nichts dagegen, ne? Weil ich habe so Gefühl, wird eine Ewigkeit dauern, bis ich die versuche selber zu finden, ne? So, sagt mir, wo die jetzt alle sind. Ja, okay. So, ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, ne? Damit sparen wir uns ein bisschen Zeit. War auch schon mal erledigt, ne? Weil ich habe das Gefühl, hier ist richtig schwierig und voll unschön, hier selber zu suchen, ne? Das sagt mir wieder ein ungefähres Gebiet an, ne? Den mal mit einem Schuss, ja. Ja gut, machen wir so, ne? Na, guck mal hier, Soundeffekte hier. Warte, ich höre dich. Außerdem blinkt bei mir sowieso immer noch alles, ne? Auch. Bei mir blinkt sowieso die ganze Zeit überall alles. Du machst da keinen Unterschied mehr. Da. Da. Da habe ich da weggepustet. Glaube ich. Irgendwie habe ich nicht doch eigentlich. Hab's aber bekommen. Wenn ich ja alles kaputt mache, werde ich das schon irgendwann treffen. War wetten die ist da drin, ne? Nee. Ich höre dich, wo ist er? Na, wer ist er? Meine Güte. Die sind so klein, Mann. So, was zum Hey. Ja, du Stute. Das war mir wegkriegen gewesen. Mein Gott, wo bist denn du? Ich höre dich die ganze Zeit. Wo bist du? Also jetzt habe ich sogar die Dinger schon aktiviert, naja, aber ich finde die immer noch nicht da. Meine Güte. Das habe ich hier schon aktiviert und ich finde die trotzdem nicht. Na, so muss das sein. Ja, dann weiß ich, was ich machen könnte. Ne, ich dachte, die werden mir angezeigt. Okay. Ich dachte, die würden mir so durch die Wände angezeigt oder so, aber ne. Ne. Da bist du. Da bist du. Warum genau tun wir überhaupt Echsen töten? Das ging mir ein bisschen extrem, ja. Wir wollen uns auf der Jagd nach Echsen machen und die blödig erledigen, aber okay. So, noch mal kurz ruhig. Wo bist du?
Wo bist du? Dein Wasserfall, ne? Pass auf. Und also tatsächlich. Na, was ist die letzte? Irgendwo da. Okay, ja, ging ja einfacher. Ja, natürlich ging einfacher. Ich habe sie halt alle ja aktiviert, ne? Aber war trotzdem schwierig, ne? Ja, ich will mal fertig werden mit dem Spiel, ne? Wie komme ich jetzt hier hoch? So, warum sagt er nichts? Nein. Boah, ich war vor kurzem beim Zahnarzt, ne? Vor 2 Tagen, ne? Und kennt ihr, wenn man ja beim Zahnarzt gewesen seid und der Zahnstein wurde entfernt, ne? Dann hast du ja mal, dann hast du ja wieder irgendwie so Lücken überall in den Zähnen, ne? Weil er jetzt kein Zahnstein wohl mehr so ist, ne? Und weil er halt so frisch gebohrt ist und so, ne? Jetzt die Kanten die ganze Zeit so scharf von meinen Zähnen, ne? Und ich gehe natürlich mit meiner Zunge dann immer darüber, ne? Und jetzt tut mir meine Zunge hier, die Spitze meiner Zunge, weil ich die ganze Zeit immer dagegen gehe mit meiner Zunge. Und, ach. Hey, ich bin gerade mit der Aktualisierung des Trainingsparcours. Du schon wieder denkst, was übrigens absolut nicht zu meinen Aufgaben gehört. Eigentlich bin ich. Ja, das hast du auch schon gemacht. Hast du schon gemacht? Warum ist denn immer noch hier? Jetzt ist es weg. Ja, klar, ich gehe die ganze Zeit immer so an den Dingern ja meine Zunge dran, ne? Wo halt hier halt frei gemacht worden ist, ne? Und weil halt so scharf jetzt ist, so kantig, tut dann jetzt voll weh, ne? Ich mich voll an meinen Zähnen jetzt die ganze Zeit hier am Schneiden bin. Ach, das ist voll ätzend. So, ich muss nach Pasana für den Druiden und ich muss hier irgendwie was machen mit Kanten und Ecken oder irgendwie so was. Mir hat auf der Karte gezeigt, wo ich da hin muss. Echte Schlange, jede schriftliche Nachrichten. Ist das hier? Das ist anscheinend hier. Aber warte mal, ist es im Weltraum? Ist es im Weltraum? Ich glaube, das ist im Weltraum, ne? Da fehlt auch noch ein Stein. Lass mal da hingehen. Wenn da nichts ist, dann gehen wir mal nach Pasana, aber da müssen wir auch hin wegen der Mission, ne? So, ist hier. Hier wird ja auch noch irgendwie was, ne? So, hinter mir. Oh. So. Ah, komm mal hier. So, ich soll natürlich das kleinste fliegen, haben die gesagt, ne? Oder mit den wenigsten Kanten war das irgendwie, ne? Irgendwie so mal, irgendwas hat wenigste, ne? Die wenigsten. Und Kreis hat die wenigsten, ne? 1. Da ist jetzt nichts passiert. 4. Ich nehme mal, das ist ja in Verbindung mit dieser. Was? 4, 5. Die Tasten von der PlayStation. Kreis, Stern, nee, Schweren gibt es ja nicht. Ja, waren ja nicht gerade noch 4? Boah. Ja, Dreieck. Mach ich das richtig hier? Viereck. Und der Stern, was sind da die Zio Power Ranger? So, war das mir noch keine Zeit für dich.
Fehlt nur noch dieses eine Zeichen von dem gelben Power Ranger mit diesen zwei, was auch immer die sein sollen, diese zwei Striche. Und man hat die Symbole von den Zeo Power Ranger. Ja. Zeo Go. Zeo. Ich fand das Lied immer besser als das Original Power Ranger Thema, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne. Ich meine, jeder kennt natürlich das Original Power Ranger Thema, ne? Also they've got a power in the force that you never seen before. Now go go Power Ranger. Dun, 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 dun. Ich fand das von der zweiten Serie immer besser. Von den Zeo Power Rangers, ne? Da hört sich so viel majestätischer und epischer an, ne? Vor allem dieser eine Teil, wo die irgendwie mit dem Gitarren-Solo irgendwie so gehen, ne? Schon da? Ja, die Landefähre ist wohl gerade gekommen. Wir fangen dann so an, so danke. Ich fand das Lied immer viel epischer als das Originale. Ach, weißt du was? Du kannst es behalten. Du wirst daran sicher viel mehr Freude haben als ich. Hey, apropos Freude. Ich bin fast fertig damit, Fleisch wieder auf den Speiseplan zu setzen. Wenn du mich also für etwas ähnlich Anspruchsvolles brauchst, ich stehe zu Diensten. Okay. Ich stehe zu deinen Diensten. Okay. Mal Biomon kennen. Wie aus wie Lars. Finde ich. So, dann haben wir hier noch immer noch drei Missionen, drei Charaktere. So, also wir kriegen ja zwei, genau. Na gut, dann machen wir mal die eine Mission noch, ne, mit dem Druiden, ne? Nehmen wir, dann schalten wir erstmal die hier frei, ne? Und dann mehr kriegen wir, glaube ich, heute auch nicht mehr geregelt, ne? Pasana müssen wir, ne? Müssen wir wahrscheinlich in diese Höhle da rein, ne? Und oh Gott, Glitch. Es glitscht schon wieder, es glitscht. Boah. Hauptsache Luke steht da jetzt nicht wieder an dem Ding dran. Hab ich mal gerufen? Wow. Wer ist so runtergefallen? Hm. Wieder zurück zum verbotenen Teil. Tal. Aber wir dürfen noch gar nicht hin. Oh, kann ich da so reinlaufen? Im Schiff? Oh, nur so ein bisschen. Ich bin ein bisschen... Ich wollte eigentlich in den anderen einsteigen, aber okay. Hab mich ein bisschen gefreut, aber auch war auch ein bisschen enttäuscht. Waren die besten Zeiten, aber auch die schlechtesten Zeiten. Irgendwas ist hier. Wo? Ja. Du da. Wir müssen einfach nur ein Zeichen von denen da. Oh, ihr sucht nach einem Druiden. Einer fragt, wo man Schlangenöl bekommen könnte. Ich sagte ihm, er soll eine so gefährliche Torheit vergessen und lieber das Festival genießen. Ich hoffe, er hat meinen Rat befolgt. Aus dem Weg. Ich habe schon alles, ne? Ja. Wo ist sein Hammer? 95. Oh, so wenig Sachen noch übrig. So. Habt ihr diesen tanzenden Druiden da drüben gesehen? Er zieht unseren Tanz in den Schmutz. Er bringt große Schande über das ganze Festival. Er ist so funky. Aber er ist so funky. Ich bin hin und her gerissen. Ich kann einfach nicht wegsehen. Ah, da bist du ja. Tretet lieber zurück, Zivilist. Ich werde sogleich das Tanzprotokoll 94129 ausführen. Umgangssprachlich auch bekannt als der Wurm. Oh, Master Prey hat euch geschickt. Ich habe das Schlangenöl gefunden. Aber die Schlange, von der er mir versicherte, sie wäre keine Bedrohung, sah doch recht bedrohlich aus. Ich lebe, um zu dienen. Aber mein Protokoll wurde aktiviert. AD4M, Adam. Raus als eine Wurmratte aus einer Ventilationsöffnung. Und dann bin ich auf dieses flippige Festival gestoßen. Die Flaschen mit dem Schlangen... Und jetzt rock ich voll ab. Sein. Könntet ihr sie holen und zu Master Prim bringen? Ich will ihn nicht im Stich lassen, aber es scheint, als wäre Tanzen jetzt meine Primärfunktion. Lass die Späne fliegen.
So, und dann gehen wir mal in die Höhle, wo ganz sicher nicht mehr die Schlange drin sein wird, ne? Weil du dich bestimmt voll um die gekümmert hast, ne? Deswegen wird da jetzt ganz sicher keine Schlange mehr übrig sein, wenn wir jetzt da in die Höhle reingehen, um das Schlangenöl zu holen, ne? Okay, das dauert dann noch ein bisschen länger. Ich dachte, hier wäre schon irgendwo hier die Höhle. Woher weißt du das? Verfolgst du mich? Wat? Was? Also, ist euer Ziel? So, da muss ich schon sagen, ich bin da. Bis dahin. Ja, aber mein Bällchen. Mein Stressball. Hey, ich kann aber auch nicht aufhören, hier meine Zunge die ganze Zeit meine Zähne runterzugehen. Ich bin nicht der erste Droide, der hierher geschickt wurde. Boah, ich muss dann aber echt mal googeln, wo die ganzen Tiere sind, auf die ich reiten muss, ne? Dafür gibt es eine Trophäe, ne? Ich soll auf jedes Tierchen einmal hier drauf reiten, ne? Aus dem Weg. Lauf. Ich kann kaum erwarten, zu tun, was auch immer man mit Schlangenöl so tut, sobald wir diese Flaschen von hier weggeschafft haben. Ich kann erst rankommen. Das ist jetzt unser Schlangenöl. Eure Schlangen müssen ohne Öl. Eiskalt. Mal. So, guck mal, ich mach wie. Das ist jetzt unser. Das zu tun, was auch immer man mit Schlangenöl so tut. Hast du schon wieder angefangen? Halt! Das hier ist unsere Flasche mit ekligem Zeugs. Hol dir deine eigene. Los, Jungs! Okay, das lief nicht wie geplant. Ein neuer Plan muss her. Wo ist der Schuss auf einmal da? Meine. Ja. Mann, ich will auch nur einen guten Drink haben. Warum tut sich das Ding immer wieder respawnen? Ich kann jetzt kaum abwarten, mit Schlangenöl zu machen, was man immer mit Schlangenöl macht. Ich weiß noch, wie broken diese Angriff war, ne, damals im Original Lego Star Wars, ne, und hier bringt da gar nichts. Auf den Schlüssel mal weg zu spawnen, der liegt doch genau da. Aber oh. Ja, okay, kann man machen. Cool. So. Ist ein Bodenteam. Wenn das nicht mal mein treuer Backup-Kurier ist mit der Ware. Dieses Schlangenöl wird diese Schiffe zum Singen bringen. Yay. Ich wünschte nur, Adi wäre hier, damit ich ihm danken könnte. Ich wäre hier. Ich meinte, ich bin hier. Was? Adi? Du bist hier! Aber ich dachte... Ich bin zurück, um die Belohnungen meines urkomischen Streichs zu ernten. Ich habe nur vorgetäuscht, der Verantwortung aus dem Weg zu gehen und die kostbare Zeit unseres hilfreichen Freundes hier zu verschwenden. Kannst du sagen, ich war. Natürlich, wie konnte ich nur so blind sein? Unsere Streiche haben dich in Gefahr gebracht und deine Zeit verschwendet. Also hast du im Gegenzug dasselbe getan. Wow, das ist ein echt schneidender Streich, Adi. Ich werde in mich gehen müssen. Ganz recht. Ich hatte von Anfang an vor, euch eine Lektion zu erteilen. Es tut mir leid, dass ihr in all das hineingezogen wurdet. Sowohl ich als auch Adi werden es wieder gut machen, indem wir euch unsere Dienste anbieten. Master Prin, ist das Angebot der ewigen Dienstbarkeit diesem Fremden gegenüber ein weiterer Streich? Ich denke, das Konzept des Streichs muss mir noch einmal erklärt werden. Oh. No, einfach so. Oh, sorry. Warum ist dein erster Reflex eigentlich immer auf Eis zu schlagen? Ich weiß manchmal gar nicht, ob einige Charaktere wirklich irgendwie Charaktere von Canon sind oder ob die echt exklusiv von diesem Spiel sind. Irgendwann fehlt ja noch. Du, aber ich habe schon. Bestimmt sind hier die ganze Zeit nur Charaktere, die in Canon auftauchen. So, hier gibt es noch eine Quest, aber die kann ich nicht aktivieren. Mein Stressball rollt hier ganz langsam vor meinem Schreibtisch.
Okay, mehr gibt es auch hier nicht, ne? Exegol ist als nächstes dran. Kann ich wirklich irgendwas anderes gerade noch machen, ne? Also müssen wir, wir können ja schon mal dahin gehen, ne? Ach toll, da ist irgendwie was. Ja, wir holen uns das Gerücht von Ach toll auch noch mal, ne? Und im nächsten Mal müssen wir eigentlich eine Menge Dinge dann abstreichen können, ne? So, mir fehlt eine Dings hier. Zeig mal, was ist das? Diese einzige ein Netzdorf. Bist du sich versucht Erlande und Tor zu wollen? Okay, da tun wir uns noch. Dann haben wir nämlich alles. Wenn ich mich nicht irre. Mein Gott, wird hier sogar angezeigt. Dann gehen wir mal hier noch ganz schnell hin, ne? Hier ist ja keine Quest aufgetaucht, also keine Ahnung, ne? Beim nächsten Part werden dann wahrscheinlich eine Menge Trophäen und Erfolge und so aufploppen, ne? Weil ich werde den letzten Wookie finden, ich werde wahrscheinlich den letzten Sektor abschließen, ne? Den Nebenquest bald. Da wird eine Menge Zeugs irgendwann aufploppen. So. Und sag mal, wo das letzte Ding ist. Jetzt wirst du mir ja angezeigt, ist klar. Und auch auf Dings war ja auch was, ne? Da war ja auch ein Stein irgendwo, den ich noch nicht erreicht habe. So. Oh mein Gott, wie konnte ich das hier aber sehen? Hier, da ist ein Tor. Wo finde ich jetzt hier einen Ball? Nie im Leben funktionieren, ne? Ah. Hier soll das ein Ball sein. Die Macht wird mich zum Sieg führen. Ja. Meine Güte. Ach, Tor! Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Der ist Bergkamp. Der ist Bergkamp. Okay, so, dann fehlt noch noch ein Dingen hier, was mir jetzt so einfällt. Bobby ist ja noch mal Kev Bier, ne? Ja, der Antitrupper, das Ding müsste auch als letztes da sein, ne? Kev Bier, Kev Bier. Kann ich den finden? Ja. Was noch nicht, was das ist. Ah. Schatz des einäugigen Wookie. Okay. Okay, das sind aber alles die Planeten hier. Schon. Der sagt mir leider nicht, ob ich den Planeten schon zu 100% erledigt habe. Okay. Wollen wir uns den auch noch? Dann haben wir schon mal alle Sachen von allen anderen Planeten und dann kommt nur noch Exegol, ne? Plus hier und da noch einige Quests und so, die ich noch nicht auf annehmen kann oder so, ne? Aber vielleicht kann ich den in Achto, wo auch immer die Widerstandsbasis noch mal war, ne? Vielleicht kann ich die erst machen, wenn ich da ein bisschen die Story weitergemacht habe, ne? Am besten wäre ja, wenn wir alle Herausforderungen und so noch hier on screen erledigen würden, dann könnte ich nämlich, weiß nicht, die Trophäe auch irgendwie on screen bekommen, ne? Weil jede Herausforderung, jedes Mikrochip und so weiter, es gibt ja auch wieder Trophäen und so, aber ich bezweifle, dass das der Fall sein wird, ne? So, wo genau muss ich hier hin? Was muss ich machen? Ich muss gar nicht hier hin, ich muss hier hin. Schatz des einäugigen Wookies. Hm. Boah, bitte sag mir nicht, ich muss zum, warum muss ich zum Todesstern dafür? Ist doch gar nicht hier. Was? Ich kann es.
Was müssen wir wieder diese blöde? Aber der ist doch hier. Oh, jetzt muss ich mir wieder diese blöde Cutscene anschauen, die nicht skippbar ist übrigens, ne? Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Außer ihr passiert jetzt gar nichts. Und jetzt noch was. Aber erst kommt ein Ladebildschirm und dann kommt das. Oh man, verwöhn mich nicht so. Boah, was ist das denn für ein... Darf man einen Ladebildschirm und dann das hier anschauen? Komm schon. So. Ja, ich habe den Controller wieder nicht in der Hand, deswegen. Weiß nicht, warum der dann hier so am Fliegen ist oder so am Schwimmen, aber. Okay. Wow. Hat der Luke schon wieder zu viel Milch getrunken, bevor er geschwommen ist? Willkommen beim Wrack des zweiten Todessterns. Wollt ihr hier Schrott sammeln? Was auch sonst? Das ist ein bisschen genial. Jetzt sagt er gleich wieder, geht zurück. Pass auf. Stehe ich gar nicht. Ist auf einem anderen Ding hier. So, wo führst du mich hin? Oh Mann. Dann habe ich, wenn ich das Spiel neu starte, wieder hier irgendwo einige gelbe Punkte, aber ich habe schon so viele, langsam ist mir egal. So, raus geht aus dem Weg. Du bist mir im Weg. Etwas sagt mir, dass ich das kann. Wo muss ich denn hin? Boah. Kann mir nicht mal die Macht helfen. Hm. Ich hatte immer wieder neu aktiviert, was, ne? Warum haben sie diese Situation so nervig gemacht hier? So. Wie weit führst du mich denn hier nur noch um? Mir irgendwas angezeigt hier. Ich gucke gerade hier voll mit verwirrten Augenbrauen so. Hä? Wo kommst du auf einmal her? Hat mein Freund dich geschickt, um nach mir zu sehen? Ich glaube, ich habe den nötigen Hinweis gefunden, um diesen Schatz zu finden. Aber ich kann mir keinen Reim darauf machen. Und selbst wenn, ich kann diese Fenster einfach nicht allein holen. Die Flammenwerfer der ersten Ordnung sind schwer. Mein Rücken ist hinüber. Meine Güte, ey. Ich werde nicht versagt. Ich habe keine Angst. Na. Nicht richtig. Das ist ich. Warum sollen wir das reparieren? Ja. Das letzte Ding. Ach, hier musst du. Okay, wie lautet unser Plan? Na, nun. Also, mein Gott. X markiert die Stelle. Ups. Vielleicht auf das Ding werfen. Ja, ja, ja. Bingo. Ich werde meinen Freund anrufen und ihm sagen, Bongo. Wo der Schatz ist. Bitte komm, Marco. Hier spricht Paul O. Sieht aus, als boah, Marco und Polo. Nein, das andere hinten. Das da ist vorne. Warte, in welche Richtung schaust du? Hey, pass auf den Stein auf. Oh. Okay, zwei Schritte nach rechts. Wenn du aufstehen kannst. Da! Du stehst genau drauf. Jetzt fang an zu graben. Sieht aus, als hätten wir unseren Schatz gefunden. Warum gehst du nicht zurück an die Küste und schaust nach Marco?
Ich werde hier oben warten und die Aussicht für eine Weile genießen. Und vor allem halte ich mich fern von Marco, bis er vergisst, dass ich ihn in einen Felsbrocken gelenkt habe. Okay. Sieht aus, als hätten wir unseren Schatz. Ich werde hier. Ah, gib du mir doch den Stein. Jetzt muss ich schon wieder da hinrennen. Mal die Cutscene anschauen. Das muss ich mir jetzt schon wieder angucken. Ey. Boah. Was haben die geraucht, als sie das hier uns skippbar gemacht haben? Ey? Ehrlich? Die Szene ist so lang. Uch. Oh mein Gott! Das sind immer so Kleinigkeiten in diesem Spiel. Ich finde, die müssen jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Weiß nicht. Also ich habe jetzt Lego-Spiele eigentlich nicht so schlecht in Erinnerung. Aber ich habe ja nur eins gespielt. Ne? Und das war eigentlich richtig interessant. Ja, eins, der mich gestört hat bei dem ersten Lego-Spiel, ist, weil das irgendwie nicht so genug Content hatte. Aber jetzt sind sie okay. Also keine Sorge. Hat ja mehr als genug Content, aber irgendwie sind einige Sachen hier voll komisch. Na gut, wir holen uns hier noch den letzten Stein. Und nächstes Mal in der Story weiter. Ein bisschen. Oder geh nach Exegol erstmal. Keine Ahnung. Am liebsten würde ich ja die letzte Level ganz am Ende machen. Ne? So in der letzten Folge oder so als allerletztes. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ne? Aber man kann ja gucken, ne? So. Nur noch nichts heute mit. Ich habe schon zwei Parts aufgenommen. Und mehr will ich auch eigentlich gar nicht. Ah. Schöner Schatz. Wäre auch zu schade, wenn jemand drauf schießen würde. Und den einstecken würde, ja. Der Schatz ist einäugig gegen Wookie. Ist das alles? Ich war überzeugt, es sei ein Vorrat an signierten Darth Vader Bildern. Nicht, dass ich sowas mache. Darth Vader, aber das Museum im Dorf hätte mir viel Geld dafür bezahlt. Na, 40 Steine fehlen noch. Yay, okay. Gut, wir sind bei 95,77%. Ja, wie fehlen mir noch so viele Charaktere? Weil ich nach der letzten Level irgendwie so viele Charaktere freischalten. 26 Charaktere fehlen mir noch. Die Sachen sind noch gar nicht mehr übrig. Na gut, aber wir sind hier fertig, ne? Und so langsam nähern wir uns zu dem Ende mit unseren ganzen Klamotten, ne? 7 Missionen fehlen nur noch, ne? Die meisten davon sind wahrscheinlich auf Exegol, ne? Langsam wird's hier, ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass da alles hier noch gar nicht da war, ne? 1, 2, oh, die sind alle auf Exegol. Okay. Alles klar, ne, hier ist auch noch eine. Und da ist auch noch eine oder auch nicht. Ja. Steinchen haben wir auch alle, überall, außer auf Exegol, ne? Cool. Das ist doch mal schön, ne? Rennen. Lass mich raten. Alle auf Exegol, ne? Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann die Story weitermachen und werden dann Exegol sehen, was auch immer hier ist, werden wir auch irgendwann machen. Aber ja, wir nähern uns dem Ende, ne? Ich glaube nicht, dass das mehr als 5 Parts mehr werden, ne? 2 oder 3 Parts könnten das vielleicht schon nur noch werden, ne? Vielleicht auch nur einer, ne? Keine Ahnung, je nachdem wie schnell ich bin. Und ich bin verdammt schnell. Okay. Aber für mich war es das für heute, ne? In der nächsten Folge geht's weiter. Könnte vielleicht schon der letzte Part sein, ich weiß es nicht, ne? Aber ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ich merke gerade, seine Knarre wurde. Das ist gemacht aus so einer normalen Knarre und dann ist da so ein Lichtschwertgriff in Schwarz vor der. Am dran stecken, das ist mir vorher nie aufgefallen. Clever. Okay, ciao.